Ja, moin moin und herzlich willkommen, ja, mal zum kleinen Vlog-Video von mir. Und zwar möchte ich mich einmal wirklich über was Richtiges aufregen. Dieses Jahr ist mir das sechsmal bei einem Lieferservice passiert. Ich habe immer bei dem gleichen dann bestellt gehabt und zwar folgendes. Es war so, ich hatte halt bestellt, ganz normal wie überall, ne? Man bestellt Essen und dann kommt es. So, dann hat es bei mir an der Tür auch geklingelt und ich bin dann an die Freisprechanlage gegangen, habe den Hörer abgenommen und habe gedrückt, so dass halt der Bote hätte hochkommen können. So, ich gewartet, Hörer wieder hingehängt, 5 Sekunden später klingelt es wieder. Ich so, hä? Ich so, hat er vielleicht nicht richtig gedrückt. So, ne? Hätte ja auch passieren können, dass er nicht richtig gedrückt hat auf die Klingel. So, ich dann mir gedacht, so, okay, Hörer abgenommen, nochmal gedrückt, Hörer wieder hingehängt, klingelt wieder. Ich so, hä? Ich so, was stimmt denn nicht? Wieder Hörer abgenommen, wieder gedrückt, wieder hingehängt. Klingelt's wieder. Ich gehe dran, ich so, ja, hallo? Er so, ja, Tür geht nicht auf. Ich so, wie? Ja, ich drücke so, ich so, müssen gegen die Tür drücken, ne? Ja, ich drücke, die geht nicht auf. Müssen sie runterkommen. Ich so, ja, okay, ich komme runter. Dann bin ich runtergegangen, habe einfach eine ganz normale Türgriff runtergemacht, Tür aufgemacht, stand er da. So, ja, weiß auch nicht, was los ist, sagt er. Sie haben gedrückt und ich habe gegen die Tür gedrückt, die ging nicht auf. Ich so, ja, ist kein Thema. Meint er zu mir, ja, müssen Sie der Hausverwaltung vielleicht mal Bescheid geben oder so, ist kaputt. Ich dann so, ich so, ja, okay, kann ich machen, kein Thema, werde ich dann nachher mal anrufen. Ich hochgegangen, erstmal gemütlich gegessen, Telefon geschnappt, geguckt, aha, Hausverwaltung angerufen. Gleich gesagt, ja, hier folgendes ist, in der und der Hausnummer funktioniert die Haustür anscheinend nicht. Ein Lieferdienstmitarbeiter vom Lieferservice hat zu mir am Telefon unten an der Tür gesagt, wenn ich oben drücke, unten kann er die Tür nicht aufmachen, muss irgendwas mit der Mechanik sein. Ja, okay, die haben dann auch einen Techniker am nächsten Tag gleich losgeschickt, so, der hatte dann bei mir auch direkt geklingelt und ich habe dann auch direkt mit dem Techniker das überprüft. Der hat dann auch selber dort überprüft und meinte dann zu mir, da ist nichts. Also ich kann da jetzt nichts feststellen, hat der Techniker gesagt. Meint so, an der Schließmechanik und an der Elektronik, da stimmt alles so. Gehen Sie nochmal hoch, klingeln. Ich klingel bei Ihnen, hat er dann gesagt, und Sie prüfen mal. Ne? Okay, geprüft so, er hat geklingelt, ich habe drauf gedrückt, er kam direkt rein. War in Ordnung. So, dann hatte ich irgendwann wieder bei dem bestellt. Und ja, das gleiche Problem wieder. Ich warte, er klingelt, ich drücke. Einmal, drücke zweimal, geht wieder nicht. Beim dritten Mal ich so, ja, Tür klemmt. Ich sag so, ich habe doch damals bei dir bestellt. Weißt du noch so, ist schon länger her. Ja, da war das gleiche Problem. Ich sag so, da habe ich doch den Techniker angerufen. Ich sag so, ich komme runter. Bin ich runtergegangen, ich sag zu ihm so, ich sag so, die Tür ist heile. Er sagt so, nein. Er sagt er zu mir, ich drücke doch. Ich sag so, ich wohne im zweiten Stock, bist du zu faul zum Hochlaufen? Er so, nein, sagt er zu mir. Ich so, wie nein? Ich sag so, ich habe den Techniker damals angerufen. Ich sag so, der kam vorbei, hat das überprüft. Ich sag so, da war alles heile. Er sagt so, ich drücke dagegen, Mann, die Tür geht nicht auf. Ich so, okay. Ich sag so, kein Thema, ich werde den Techniker nochmal anrufen. Ich hochgegangen, ganz normal gegessen, wieder Techniker angerufen. Der kam auch wieder nächsten Tag, gleich überprüft. Ach, da ist nichts, Herr Brolowski. Ich sag so, der vom Lieferservice sagt zu mir doch, die Tür geht nicht auf. So, ne, wir haben das überprüft, das ging. Am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. So, dann war irgendwann ein Kollege bei mir. So, dann habe ich gesagt, weißt du was? Also, wenn der Typ da wieder kommt, der sagt immer zu mir, die Tür geht nicht auf. Ja, okay. Und ja, auf jeden Fall war ein Kollege dann bei mir, wir haben Essen bestellt. Und gleiche Prozedere, scheiße, schon wieder, Mann. Ich konnte mich aufregen. Ich habe gedrückt, er macht, er, ich habe gedrückt, häng den Hörer hin, es klingelt. Ich gehe dran, ich so, ja, Tür geht nicht auf. Ich sag so, ich habe vor 2 Wochen nur so bei dir bestellt. Ich sag so, da ging die Tür auf. Ich habe den Techniker doch angerufen, der war nächsten Tag da. Ich sag so, und jetzt erzählst du mir, dass die Tür nicht aufgeht? Ja, die geht nicht. Ich sag zu meinem Kollegen, so, weißt du was? Was wir jetzt machen? Ich sag so, du gehst runter. Ich sag so, klingelst bei. Ich sag so, du machst die Tür auf, ziehst die Tür zu, du klingelst. Ich sag so, ich drücke und du drückst mal vor den seinen Augen gegen die Tür. Mein Kollege so, ja, mach ich. Kollege runtergegangen. Kollege geht hin, macht Tür auf, geht runter, macht Tür wirklich auch zu, ne? Drückt einmal, ich drücke einmal, ich höre sofort, klack, Tür offen. Ne? Mein Kollege schreit hoch, ja, deine Tür ist offen. Ich runtergegangen zu den Boten. Ich sag so, ja, ich sag so, seltsam, ne? Tür ist offen. Ich sag so, mein Kollege hat gerade die Tür aufgemacht. Willst du mich jetzt verarschen? Meint er so, ja, nee, das will ich ja gar nicht, aber die ging eben nicht. Ich sag so, dein Ernst, ich sag so, ich wohne im zweiten Stock. Ich sag so, ich sag zu ihm so, ich bin sauer geworden. Ne? Ich sag so, ich würde es verstehen. Ich sag so, wenn ich im 10. Stock wohne und wir hätten keinen Fahrstuhl und du müsstest 1000 Stufen latschen.
Ich sag so, dann würde ich es verstehen, dass du dann sagen würdest, ey, hör zu, du hast keinen Fahrstuhl, du wohnst im 10. Stock und ich muss, keine Ahnung, 10 Minuten hochlaufen oder sowas, dann hätte ich es verstanden. Ich sag zu ihm so, was du da hochgehen musst, das sind nicht mal 30 Stufen, mein Freund. Ich sag so, das sind 25 Stufen oder so, die du nur hochgehen musst zu mir. Ich sag so, das ist nichts. Ich sag so, du bist einfach als Bringdienst dazu verpflichtet für mich, wenn du klingelst. Ich sag so, sei denn, ich würde so viel bestellen, dass du es nicht tragen kannst. Ich sag so, das, was du da hast, ich sag so, ein Burger, eine Pommes und eine Packung Nuggets, das kannst du tragen. Ich sag so, und die 25 Stufen, die schaffst du. Ich sag so, und jetzt verarsch mich nicht. So, ne, und dann hat er es halt probiert und probiert, sich da rauszureden irgendwie, meinte dann so, ja, die ging wirklich nicht, die Tür. Und so, ne, und ich sag so, laber mir keine Scheiße ans Bein. Ich sag so, du laberst Müll. Er so, nee, mach ich nicht, ich komm wirklich nicht, die Tür geht wirklich nicht auf und so. Ne? Und ich sag so, ja, ich sag so, verarsch mich. Ich sag so, mein Kollege war doch gerade da, hat die Tür gedrückt und die war offen. Ja, bei mir ging's halt nicht, ne. Ja, das war jetzt halt insgesamt 6 Mal so dieses Jahr. Und ich hab zu ihm das letzte Mal gesagt, also am 6. Mal habe ich zu ihm auch gesagt, hör zu, wenn das nochmal ist, dass ich klingel und die Tür geht angeblich nicht auf, dann werde ich bei dir mal in der Zentrale, also in der Firma anrufen, wo ich bestelle. Ich sag so, dann werde ich mal Beschwerde gegen dich einreichen, dass du mich jedes Mal verarscht. Ich sag so, und ich jedes Mal die Hausverwaltung angerufen habe, die natürlich der Techniker da vorbeigekommen ist, der kostet. Ich sag so, und die Tür überprüft hat. Ich sag so, das kann ich ja dem mal deinem Chef erzählen oder deiner Chefin. Ich sag so, mal sehen, wie die das findet, mein Freund. So, und dann meint er nur so, ja, kannst du ja machen. So, weißt du, so mit so einer Fresse so. Kannst du ja machen. So, ne? Ich hätte am liebsten reingeschlagen. Ich sag so ganz ehrlich, ich sag so, wenn du mich verarschen willst, so, ne? So, ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, war es ja nicht böse gemeint wahrscheinlich von ihm. So, dann kann er doch einfach sagen, ich bin zu faul zum Hochlatschen, komm runter. Nee, da sagt er zu mir, ja, die Klingel ist kaputt, der Schnapper an der Tür irgendwie, die Elektronik ist kaputt. Was zum Behindi, Alter, ganz ehrlich, regt mich auf sowas, Leute. Und um euch zu beweisen, dass natürlich jetzt auch nicht ich 3000 Kilometer oben wohne, mache ich noch am Ende jetzt, nachdem hier das Video zu Ende ist, noch ganz kurz mit meinem Handy ein Video und zeige euch von Treppeneingang bis zu mal, also von unten bis nach oben, wo ich wohne, einmal ein Beweisvideo, damit ihr seht, dass es jetzt nicht so ist, dass er 3000 Stufen gehen muss. Also Leute, auf jeden Fall könnt ihr gerne mit mir darüber, über das Thema auf jeden Fall natürlich diskutieren in den Kommentaren. Wie seht ihr das? Würdet ihr runtergehen? Würdet ihr auch in der Firma da anrufen, euch mal beschweren diesbezüglich, wenn jemand sowas macht oder nicht? Da können wir einfach mal ein bisschen diskutieren drüber. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, einfach so ein bisschen Smalltalk möchte ich einfach auch mal halten, was hier bei mir passiert. Könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Support schadet ja nie. Und ansonsten könnt ihr unten rechts natürlich jederzeit gerne auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Und jetzt zeige ich euch einmal noch mein Treppenhaus zum Schluss. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier unten angekommen. Hier seht ihr, hier ist die Haustür. So, hier müssen wir anfangen, die Treppen hochzugehen. Ich habe gerade gezählt, das sind 27. Ihr seht es jetzt ja auch hier ganz easy, ne? Ich gehe jetzt hier hoch. So, jetzt muss ich einmal rum hier. Jetzt muss ich hier nochmal kurz rum. Also es ist wirklich kein großer Weg. So, und jetzt halt hier hoch, die Stufen. Ganz easy. Zack. Und da, jetzt bin ich oben, Leute. Ohne Scheiß. So, mehr ist es nicht. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe die Stufen jetzt mal mitgezählt. Das sind 27. Und ganz ehrlich, für 27 Stufen, ne? Erzählt er mir, er will dann, die Türklingel ist kaputt, ne? Hier ist die. Hier ist nämlich die Anlage, die muss ich immer abnehmen, also den Hörer hier. Und dann muss ich die beiden Tasten gleichzeitig drücken. Ne? Und ich habe die halt immer abgenommen und habe einfach auf die beiden Tasten drauf gedrückt, wieder hingehängt. Bin gerade so wieder hier in meine Stube rein und da hat es gleich wieder geklingelt. Und das habe ich halt am Anfang mehrmals gemacht und dachte mir so, what the fuck, ne? Ich dachte vielleicht so, kann ja sein so, dass ich vielleicht gedrückt habe und er hat nicht in dem Augenblick richtig gedrückt. Und dass dann vielleicht in dem Augenblick die Tür nicht richtig geschnappt hat. Das kann alles sein. So, aber wie gesagt, wir haben es ja dann getestet. Der hat mich halt verarscht. Und ihr habt es jetzt auch gerade ja als Beweisvideo gesehen. Das sind keine 1000 Stufen oder so. Das sind 27 Treppen. Und ich finde, wenn ich bestelle beim Lieferservice, dann sollen die von mir aus dazu schreiben, ja, wir gehen keine 2 Stockwerke. Wir liefern nur Erdgeschoss aus. Ganz ehrlich, was sagt ihr dazu, Leute? Auf jeden Fall schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich auf jeden Fall bin raus. Haut da rein. Euer Brocken.